Nachdem Sie sich nun wahrscheinlich vergewissert haben, ob aus der jeweiligen Fraktion die Kolleginnen und Kollegen entschuldigt oder anwesend sind, können wir, glaube ich, mit unserem Start in die Plenarsitzung fortfahren. Bevor ich in die Abarbeitung unserer Tagesordnung eintrete, hat sich der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion Piraten gemäß § 29 zu einem Redebeitrag zur Geschäftsordnung gemeldet. Dem bekommt er gleich auch zugestanden. Ich will nur für alle Kolleginnen und Kollegen noch mal deutlich machen, in § 29 unserer Geschäftsordnung heißt es unter Ziffer 1, zur Geschäftsordnung muss das Wort außer der Reihe unverzüglich erteilt werden. Zu diesem Beratungsgegenstand soll in der Regel das Wort einer Rednerin bzw. einem Redner nicht öfter als zweimal erteilt werden. Unverzüglich werden wir gleich tun. Unter Ziffer 2 heißt es, Bemerkungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf die geschäftsordnungsmäßige Behandlung der zur Verhandlung stehenden Gegenstände oder den Sitzungsplan des Landtags oder der Ausschüsse beziehen und nicht länger als 3 Minuten dauern. Das ist natürlich immer insbesondere ein Hinweis in Richtung desjenigen oder derjenigen, die sich zur Geschäftsordnung gemeldet hat, in diesem Fall Herr Kollege Olejak. Bitte schön, Sie würden gerne wahrscheinlich ans Redepult kommen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebes Haus, eine Anmerkung zum Prozedere für diese Wahl, die frei und geheim stattzufinden hat. Und es wurde in den vergangenen Tagen spekuliert, wie viele Wahlgänge wir heute vorhaben, hier durchzuziehen. Und ich bin persönlich der Meinung, Sie sollten darüber informiert sein, dass laut Geschäftsordnung wir maximal einen Wahlgang beantragen werden. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit solchen Aussagen nicht für politische Spielchen stehe, sondern für Klarheit und Eindeutigkeit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. Ich würde die Aussage, die sich auf die Anzahl der Wahlgänge bezieht, unter geschäftsordnungsmäßige Behandlung der zur Verhandlung stehenden Gegenstände subsumieren wollen. Und damit trete ich dann in die Abarbeitung der heutigen Tagesordnung ein. Wir rufen auf den Tagesordnungspunkt 1, Wahlvorschlag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 8682. Wahl der vierten Vizepräsidentin des Landtags Nordrhein-Westfalen. Mit Drucksache 8682 hat die Fraktion der Piraten vorgeschlagen, Frau Monika Pieper zur vierten Vizepräsidentin des Landtags Nordrhein-Westfalen zu wählen. Gemäß § 3 Absatz 1 unserer Geschäftsordnung werden nach Feststellung der Beschlussfähigkeit des Landtags die Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsidenten in getrennten Wahlgängen in geheimer Wahl für die Dauer der Wahlperiode gewählt. Nach Artikel 44 der Landesverfassung ist der Landtag beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl anwesend ist. Mit Blick auf meine beiden Schriftführer, weil wir das sitzungsleitende und entscheidende Präsidium sind, und mit Blick in die Runde der anwesenden Kolleginnen und Kollegen, würde ich gerne, wenn es keinen Protest gibt, feststellen, sehr förmlich, dass die Beschlussfähigkeit des Landtags gegeben ist. Die beiden Schriftführer nicken. Für die Durchführung der geheimen Wahl benötigen wir neben den beiden derzeitigen Schriftführerinnen und den beiden Schriftführern im Sitzungsvorstand, Herrn Alder und Herrn Bolte, weitere Schriftführerinnen und Schriftführer, die bereits eingeteilt wurden und die ich nun bitte, ihre Positionen an den Tischen zur Ausgabe der Wahlunterlagen sowie an den Wahlkabinen und Wahlurnen einzunehmen. Und an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich noch einige Hinweise zum Wahlverfahren geben. Die Ausgabe der Wahlunterlagen erfolgt an den hierfür vorgesehenen Tischen. Nach Aufruf Ihres Namens erhalten Sie dort einen Stimmzettel, mit dem Sie Ja, Nein oder Enthaltung stimmen können. Für die Stimmabgabe benutzen Sie bitte die hinten links und rechts aufgestellten Wahlkabinen, die Sie sehen. Und die sind so platziert worden, dass die Durchführung einer geheimen Wahl sichergestellt ist. Ihre Stimmzettel werfen Sie anschließend bitte in die Wahlurnen. Diese Anordnung ist gewählt, um den Wahlvorgang korrekt und zugleich zügig abwickeln zu können.
Beim Ausfüllen der Stimmzettel bitte ich Sie, und das kennen Sie, nur und ausschließlich die in den Wahlkabinen ausliegenden Dokumentenstifte zu nutzen. Eine anderweitige Kennzeichnung mit Tinte, Kugelschreiber oder Farbstift gewährleistet die Geheimhaltung der Wahl nicht, und da in einem solchen Fall die Stimmabgabe dem Wahlberechtigten zugeordnet werden könnte, müssten wir auch entsprechend diese Stimmzettel, die so gekennzeichnet sind, als ungültig werden. Ebenfalls als ungültig gewertet werden leere, mehrfach oder anderweitig gekennzeichnete Stimmzettel. Jetzt frage ich vorsichtshalber, obwohl wir alle das Wahlverfahren und Prozedere kennen, ob es noch Fragen oder Unklarheiten gibt. Wir sehen, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zur Wahl, und ich bitte Herrn Kollegen Alder, mit dem Namensaufruf zu beginnen und die Kolleginnen und Kollegen dann entsprechend sich die Stimmzettel abzuholen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die unterbrochene Sitzung wieder und gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt. Dem Landtag gehören 237 Abgeordnete an. Ich hatte am Anfang gesagt, 20 Kolleginnen und Kollegen haben sich entschuldigt. Auf der Entschuldigungsliste steht auch Herr Kollege Schwert, der allerdings anwesend ist, sodass ich diese Zahl auf 19 korrigieren möchte. Also 19 Abgeordnete haben sich für die heutige Sitzung entschuldigt. An der Wahl haben sich 208 Abgeordnete beteiligt. Es gab auch 208 gültige Stimmen, demzufolge keine ungültigen Stimmen. Mit Ja haben gestimmt 32 Abgeordnete, mit Nein 169 und mit Enthaltung 7. Damit stelle ich fest, dass der Wahlvorschlag die erforderliche Stimmenmehrheit, mehr Ja- als Nein-Stimmen, nicht erhalten hat und Frau Kollegin Pieper nicht zur vierten Vizepräsidentin des Landtags von Nordrhein-Westfalen gewählt wurde. Herr Kollege Oleak hat vor Eintritt in die Tagesordnung in seinem Redebeitrag zur Geschäftsordnung deutlich gemacht, dass die Piratenfraktion nur einen Wahlgang durchführen möchte. Ich gucke einmal in die Richtung, das bleibt auch dabei. Dann stelle ich damit fest, dass ich den Tagesordnungspunkt 1 schließe, und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2.